Die Polizei hat beide Start- und Landebahnen des Franz-Josef-Strauß-Flughafens in München am Donnerstag sperren müssen, weil sich Klimakaoten auf einem Rollfeld festgeklebt haben. Die Klimaterroristen der Organisation Last Generation drangen am frühen Morgen unbemerkt auf das Gelände. Starts und Landungen wurden zunächst nach hinten verschoben. Für die Passagiere bedeutete das erhebliche Verspätungen.